Hallo, liebe Duftis, und willkommen zurück. Heute mache ich wieder ein Unpacking mit euch und ich habe nämlich bei Blue Moon bestellt. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich hatte mir bestellt Coconut Craze. Das sind so zuckersüße Pfötchens. So süß aus. Und das ist Obst. Ja, es ist mir gerade runtergefallen. Entschuldigung. Mir fällt gerade alles hier runter, egal. Ein richtig schöner, leicht in die so Frische gehende Kokosnuss. Erinnert mich so ein bisschen an eine Creme oder eine Bodylotion. Ist aber sehr, sehr lecker. Oh, gefällt mir sehr, sehr gut. Der hier. Viel lieber nicht stehen. Bleib stehen. Dann habe ich mir Vanilla Bean mit Irish Cream bestellt. Süße Kitties. Einmal diese hier. Und oh, es riecht leicht nach diesem Duft von Blue Moon. Dann noch nach Karamellcreme. Vanille rieche ich jetzt nicht so raus. Vielleicht kommt das ja warm noch. Riecht aber auch sehr, sehr lecker. Stellen wir mal dahin. Dann hat sie mir einiges gut eingepackt. Ich habe es gleich soweit, ich muss nur alles auspacken. Dann habe ich solche Stangen in Mango mir bestellt aus dem Shop. Wenn das aufgeht, die sind leider durchgebrochen. Finde ich jetzt nicht so schlimm, aber nicht, dass euch wundert. Oh ja, und richtig leckere, süße Mango. Oh, richtig geil. Sehr lecker. Also richtig süße, leckere Mango. Und Watermelon habe ich mir bestellt. Das sind auch wieder solche Stangen. Oh ja, richtig süße Wassermelone. Sehr lecker, sehr frisch. Zum Reinbeißen. Sehr lecker. Dann machen wir weiter. Dann habe ich mir ein Croissant bestellt im Blueberry Muffin mit Banane. Habe ich mir als Custom Order machen lassen. Also ich rieche hauptsächlich nur die Banane raus. Doch im Abgang ist so ein leichter Blueberry-Duft hinter. Aber hauptsächlich riecht er nach Banane. Bin ich gespannt, ob der warm ein bisschen mehr der Blueberry rauskommt. Hier bleibst du stehen. Dann hat sie mir ein Goodie reingepackt in Banane. Ja, und einfach leckere, süße, künstliche Banane. Sehr lecker. Das nächste Goodie ist ein Überraschungsduft. Muss ich den jetzt erraten? Ja, will ich mal gucken. Ist auf jeden Fall irgendwas mit Orange.
wie eine Orangenlimonade riecht das. Auch lecker. Das nächste Goodie ist Toasted Marshmallow. Ah, das riecht lecker. Ich wäre jetzt, glaube ich, nicht auf Marshmallow gekommen. Es riecht also zuckersüß. Hat auch einen leicht kuchig-keksigen Geruch hinter. Auch sehr, sehr lecker. Gefällt mir auch sehr gut. Dann Mulberry als Probe. Also Mulberry ist ja Maulbeer. Ich habe, glaube ich, einen echt Maulbeer noch nie gehabt. Deshalb weiß ich nicht, wie das riecht. Aber ich hatte von irgendjemand anderem schon mal Mulberry. Und der riecht genauso. Also es ist ein fruchtiger Duft. Leicht süßlich, aber doch kein richtig süßer Duft. Ich finde den aber sehr lecker. Also der gefällt mir schon mal. Vielen, vielen Dank, Moni. Und eine Gratisprobe, so eine zuckersüße Sonne in Pistazie-Pudding-Cake. Ja, richtig leckere Pistazienpudding. Lecker, lecker. Dann packen wir mal weiter aus. Also ich hatte mir einen Rahmen bestellt in Strawberry Shake Banana. Richtig zuckersüß, leider ist er durchgebrochen. Ich will jetzt nicht darum, also er ist hier einmal durchgebrochen, dort einmal gebrochen und dort einmal gebrochen. Leider, leider. Deshalb hole ich ihn nicht raus. Also, aber zuckersüß mit diesem süßen Nili drauf. Und da dominiert auch wieder dieser Bananenduft. Und ganz, ganz leicht im Abgang kommt eine leichte erdbeerige Note. Aber hier sieht er schon, schade. Aber er ist zucker, zucker süß. So, dann hatte ich mir Zucchini Bread mit Pistazio Pudding Cake bestellt. Als Customer. So, jetzt kommen raus. Und zwar so eine wunderschöne Schildkröte. Die ist auch so zuckersüß. Und vom Duft her auch toll. Also Zucchini Bread ist ein bisschen dominanter als der Pistazio Cake. Aber trotzdem sehr lecker. Also man riecht aber beides trotzdem raus. Sehr lecker. Genau meins. Also das gefällt mir auch. Muss ich mir immer wieder alles reinmachen. So, einmal das nochmal. Oh, ich juck meine Nase. So, dann habe ich mir Coconut-Eis mit Blueberry bestellt. Wollte ich so ganz viele Moonies haben. Einen zeige ich euch mal, passend zur EM mit Fußball. Ah, oh, und passt super lecker zusammen. Coconut-Eis ist schon Kokosnussduft, der aber nicht so in die Fruity-Richtung geht, sondern eher so leicht in die Frische. Aber es passt super mit dem Blueberry zusammen. Oh, sehr lecker. Gefällt mir auch gut. Habe ich mir gut ausgedacht und gut umgesetzt, Mini. Ach, dann habe ich alte Großmutter. Das hat sie mir, glaube ich, als Goodie auch noch reingetan.
Und ich vergesse immer, was alte Großmutter ist. Irgendwas Alkoholisches mit Sahne. Müsst ihr mal googeln, ich vergesse es immer wieder. Es riecht auch nach Alkohol mit Sahne. Aber frag mich nicht jetzt was. Muni wird ja sagen, hast du schon wieder vergessen? Ja, ich habe schon wieder vergessen, weil ich das, glaube ich, nie trinken würde. Dann hatte ich mir ein Kuchenstück bestellt in Chocolate con Churros. Das soll ja nach Schokolade mit Waffeln riechen. Das ist so ein süßes Kuchenstück. Also es riecht sehr foodig, sehr lecker. Leichte Schokolade und Waffel riecht man auch raus. Sehr, sehr lecker. Gefällt mir auch gut. Dann hat sie mir einmal Coconut Milk gegossen. Oh ja, der ist toll, der riecht genau wie Kokosmilch. Oh, sehr lecker. Oh, jetzt kriege ich Lust auf Kokosnuss. Also der ist richtig geil. Der ist geil. Also der ist super. So, jetzt packen wir mal das nächste aus. Das nächste ist ein Schröder in Mango Sorbet mit Marzipan. Ist auch wieder sehr, sehr süß mit den verschiedenen Farben. Und Mango riecht man wirklich sehr, sehr gut raus. Marzipan rieche ich leider ganz, ganz wenig raus. Aber es macht nichts. Mango ist trotzdem lecker. Ja, lecker, lecker. Ich liebe Mango. So. Dann habe ich noch so ein Sandshot in Lemon Kiwi. Mit Glitzer drin. Ja, und der riecht auch nach Lemon Kiwi. Aber da Kiwi nicht meins ist, werde ich den definitiv weitergeben. Also ich habe, glaube ich, euch gewackelt. Entschuldigung. Werde ich den auf jeden Fall weitergeben. Also mit Kiwi kann man mich jagen. Ich esse es gerne, aber riechen tue ich es nicht gerne. Dann habe ich mir diese süßen Herzen bestellt in Blue Raspberry Slush. Die sehen ja richtig geil aus. Einmal so. Oh, und leckere Himbeeren. Oh. Ich hatte schon mal irgendwo anders Blue Raspberry Slush. Der hat mehr nach diesem Slush-Eis gerochen und der riecht mehr nach Himbeeren. Ist aber auch sehr, sehr lecker. Gefällt mir. Ich wackel schon wieder, tut mir leid. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. So, das nächste ist Blueberry mit Blackberry Jam. Hat sie auch wieder so süß gemacht. Seht euch mal das an mit den Flipflops. Ist das nicht süß? Oh, und das ist richtig lecker. Ich hatte, ich glaube immer manchmal Ideen von USA-Wachsherstellern und dachte ich, das klingt bestimmt toll und es riecht auch lecker. Also beides kommt super hervor und es harmoniert super und es ist so lecker und leckere Blaubeeren mit Blackberry, also Brombeere. Oh, sehr lecker. Gefällt mir sehr, sehr gut.
fällt es dann wieder um. Also, einiges haben wir noch vor uns. Also das nächste ist dieses Bärlein in Sandalwood. Auch wieder zuckersüß. Oh, toll. Sandalwood Vanilla, Entschuldigung. Richtig leckere, lecker. Ja, Sandelholz ist ja nicht lecker, weil es man ja nicht essen kann. Also ein toller Sandelholzduft mit einem Hauch Vanille. Oh, sehr toll. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also hier muss ich immer irgendwie, hab keinen Platz mehr. Ein bisschen sortieren. So, das nächste, was ich habe, ist Chocolate con Churros mit Popcorn. Da habe ich mir auch wieder ein Croissant bestellt. Oh, ist das lecker. Oh, Schokoladenpopcorn. Ist der geil. Boah, der ist lecker. Also, oh, wenn der warm genauso toll ist, dann muss ich mir definitiv nochmal bestellen. Der ist echt klasse. So, welchen fangen wir jetzt an? Dann habe ich mir Black Forest bestellt. Der soll ja wie Schwarzwälder Kirschtorte riechen. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Habe ich mir so ein schönes Kuchenstück. Also er riecht nach Black Cherry mit Schokolade. Sehr lecker. Super toller Duft. Lecker. Der ist toll geworden. Was nehmen wir denn jetzt? Dann habe ich mir Crazy Coconut bestellt. Auch wieder sehr, sehr süß mit diesem Sandeimer obendrauf. Das ist auch ein toller Kokosnussduft. Ist aber nicht so süß wie die anderen. Leicht in die cremige Richtung. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann habe ich mir Banana Coconut Cream Pie bestellt. Ich habe sie mit Tesafilm zugemacht. Also der sieht so von innen aus. Oh ja, leckere Banane mit Kokosnuss. Wieder sehr, sehr lecker. Gefällt mir auch wieder gut. Dann habe ich mir aus der Schwer so einen Donut bestellt in Pistazie Pudding Cake. Und auch wieder so süß hergemacht in zwei Farben. Und oh. Moni, ich glaube, die hast du, die anderen, die ich hatte, ich bin der Meinung, die waren ein bisschen leichter. Der ist ganz schön schwer. Aber dieser Duft ist der Hammer. Leckerer Pistazienkuchen. Oh, toll. Also der gefällt mir auch. Toll, toll, toll. So, fall nicht um. Ich habe schon nämlich schon wieder die Hälfte vergessen, was ich alles bestellt habe. Dann habe ich mir nochmal Tabak Vanilla mit Kentucky Bourbon bestellt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da hat sie mir auch wieder so kleine Moonies gemacht. Was ist das denn? Das
gar nicht, was das sein soll. Soll das ein Skelett sein? Riecht das verkehrt herum? Also das weiß ich nicht, was es sein soll, aber ist ja egal. Oh ja. Der ist toll. Also man riecht zuerst so eine leichte Whisky-Note raus, würde ich sagen. Dann Vanille. Und noch was Feines, Herbes hinter. Oh, ist aber auch sehr, sehr lecker. Der ist auch toll. Ach, dann habe ich noch mal einen Banana Coconut Cream Pie. Ach, da ist so eine Banane drauf. Ich glaube, das andere, das hat sie mir mitgegeben, weil er ein bisschen missraten ist. Danke, Muni. Der ist ja süß. Oh ja, also riecht genauso lecker wie der andere. Banane mit Kokosnuss. Sehr, sehr lecker. Dann habe ich mir Lavender Dreams bestellt. Das ist ja Lavender mit, ich glaube, warm Vanilla Sugar oder wie das heißt. Ach, ist ein schöner Lavendelduft. Ich glaube, pur wäre der mir zu kräftig gewesen. Also jetzt ist er genau richtig. Einen ganz leichten Hauch. Was parfümig-vanilliges hinter. Auf jeden Fall sehr lecker und richtig süß mit die Farbe. Und das Glitzer ist ja wieder genau meins. Dann habe ich mir Nutmeg mit Buttercream bestellt. Soll ja wie heißt das, ein Muskatnuss. Ich habe schon wieder mit der Aussprache riechen. Ich weiß leider nicht mehr, wie Muskatnuss riecht. Es riecht leicht kuchig, keksig, süß, hat was Nussiges hinter. Ich finde ihn aber lecker. Der ist auch toll. Dann habe ich mir Diva bestellt. Oh, der ist auch toll. Geht ins Parfümige, ins leicht frisch, aber auch süßlich Parfümige. Ist aber so ein zarter Duft. Aber der gefällt mir gut. Es ist schwer bestimmt auch ein tolles Parfüm auch für den Sommer, weil der so ein bisschen zarter ist und nicht so kräftig, so stechend ist. Also den finde ich auch toll. Dann habe ich mir Lemon Meringue, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Pie bestellt. Ich werde die jetzt nicht rausholen, weil dann fliegen mir die ganzen Perlen um die Ohren. Auf jeden Fall wieder zuckersüß. Hinten so ein dunkelgelb, so zweifarbig. Den fand ich schon vom Aussehen her einfach toll. Zitrische Note. Ist ein bisschen wie Zitronenkuchen mit einem Hauch Orange drin, ne? Bin ja nicht so selbst der Zitronenfan. Ich finde den okay. Aber dieses Melz ist einfach so süß. Also die kannst du ruhig öfters mal machen, weil die echt geil aussehen. Dann habe ich mir Mandarinen-Peel-Ice-Cream bestellt. Die muss ich euch mal zeigen. Die sind auch sehr, sehr schön. In zwei Farben. Oh ja. Oh, tolle Mandarine mit Vanille. Oh, ist der lecker. Der ist toll. Der gefällt mir auch. Lecker, lecker. Dann habe ich mir einen Tin Cup bestellt in Marshmallow, Cotton Candy und Blueberry. Ich denke mal, das ist bestimmt Blueberry. Das ist Cotton Candy und das ist bestimmt Marshmallow. Ich rate jetzt einfach mal.
und es riecht sehr süß. Also sehr süß nach Marshmallow und Zuckerwatte. Ein ganz leichter Hauch Blueberry mit dabei. Sehr lecker. Also der gefällt mir auch. Dann hatte ich mir Sweet Bubble Bee bestellt. Mit schwarzem Glitzer drin und der ist so mehrfarbig. Und es war irgendwas mit Kirsche. Ich weiß nicht, ob meine Nase gerade streit. Ich kriege den auch raus. Oh, ich würde sagen Banane. Kirsche. Und noch irgendwas. Also ich rieche nur Banane und ganz leichten Hauch Kirsch raus. Ich weiß jetzt nicht, was da noch mit drin war. Oder ob da noch was mit drin war. Vielleicht irre ich mich auch. Und ich muss da mal im Shop gucken. Ich glaube, den gibt es noch da. Einmal den. So weit haben wir es auch geschafft. Dann habe ich mir zweimal Zuckerschnütchen bestellt. Der soll ja riechen wie die Zuckerschnute, wie das gab es ja als Duschgel, Deo und Bodylotion von DM. Also es riecht ähnlich, aber nicht genauso. Die Zitrone ist anders. Also es riecht schon nach Zitrone mit Vanille. Aber bei DM war die Zitrone noch ein bisschen süßer. Aber es riecht auch sehr, sehr lecker. Dafür, dass ich nicht so ein Zitronenfan bin, riecht der sehr, sehr lecker. So, zwei Sachen haben wir noch. Dann nehmen wir einmal dieses hier. Da hat sie mir noch ein bisschen Bananen eingepackt, die halt entweder kaputt gegangen sind oder übrig geblieben sind. Ich werde euch auch gleich zeigen, wofür sie die Bananen gemacht hat. Oh. Einfach leckere, pure Banane. Lecker. Und hier zeige ich euch auch, wofür sie die gemacht hat. Dauert nur einen Augenblick, ich muss erstmal alles auspacken. Und also, die liebe Moni hat nämlich Bananensplit gemacht. Ich werde es auch auspacken. Dafür wäre das aber so gut. Eingepackt. Vorsichtig rausnehmen. Also, seht euch das mal an. Ich glaube, wir machen das anders. Ich stelle es hin und nehme die Kamera mit hoch. Richtig toll. Also Banane, Schokosoße, Vanilleeiscreme, ein Löffel, ein Keks. Sehr, sehr toll. Also vom Design her schon mal richtig geil. Und jetzt muss man einmal ganz vorsichtig dran schnuppern. Oh, ist der lecker. Oh ja, also man riecht Vanille-Eiscreme, Banane, Schokosoße. Oh, es ist sehr, sehr lecker. Also da hat sich definitiv gelohnt, den zu holen. Der ist so lecker. Und so toll. Also, ja, vielen, vielen Dank, liebe Moni. Oh, ich krieg meine Nase nicht mehr weg. Geil. Der ist echt toll. So, ich stelle ihn erstmal ab. Ja, so, das war jetzt meine Bestellung von Blue Moon Mills. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel
Spaß beim Anschauen wie ich beim Auspacken. Und dir, Moni, nochmal vielen, vielen Dank für diese super tollen, geilen Kreationen. Ja, ich schnupper mich nachher nochmal durch und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Tschüss.